nur kann. Der Hass vieler Gruppen auf Optis hat ihn und seine Organisation eher gestärkt. Das ist schlecht. So. Purity First ist eine Anti-Opti-Gruppierung, die für menschliche Menschen eintritt, rein und ohne Augmentierungen. Sie ist von diesem Ziel wie besessen und ergreift dafür auch extreme Maßnahmen. Ihr werden zahlreiche Einbrüche, Sachbeschädigungen und Diebstähle vorgeworfen, sowie Körperverletzungen und sogar Morde. Seit dem Zwischenfall hat man von ihr nichts mehr gehört. Sie wollen alle geschnappt werden. Also gut, ach, die Dwelly-Familie. Wie Sie vermutlich wissen, gehört sie zu den größten Verbrechersyndikaten in Osteuropa, macht aber auch überall sonst zwischen Nordeuropa und dem Mittleren Osten Geschäfte. Nach bescheidenen Anfängen in der Hafenstadt Batumi in Georgien verlegten sich die Dwellys rasch vom Glücksspiel auf lukrativere Geschäfte. Bis sie zu ihrer Spezialität fanden, Schmuggel und Menschenhandel. Die Dwellys transportieren alles überall hin, als gäbe es für sie keine Grenzen. Das rasche Wachstum brachte es allerdings mit sich, dass sie zunehmend mehr Russen aufnahmen, was ihre georgischen Wurzeln verwässert hat. Ich glaube, den Dwellys steht ein großer Machtkampf bevor. Neu gegen alt. Vergangenheit gegen Zukunft. Okay. Die Entscheidung ist richtig. Ich bin ehrlich gesagt erleichtert. In der klassischen Dwelly-Struktur gibt es zwei Spione oder Prans, die für einen Lieutenant arbeiten, der direkt dem Boss berichtet. Damit er auch Boss bleibt. Ziemlich gewaltig. Mehr Daten habe ich im Moment nicht. Ich bezweifle ja. Ota Botko Valley ist schon eine Nummer. Sowas gibt's heute kaum noch. Ein wirklich cleverer Geschäftsmann, ein Gangster, der Verbrechen für ein notwendiges Übel hält. Er sorgt dafür, dass die Leute Respekt haben und gutes Geld verdienen. Und darum laufen die Geschäfte gut. Wie ist die Sicherheit dort? Otas rechte Hand heißt Wano. Nicht die hellste Kerze auf der Torte, wenn Sie verstehen. Aber er ist stark und loyal, was Ota sehr schätzt. Na dann. Die Dwellys haben diesen Typen Konstantin genannt, als ob das jemanden einschüchtert. Wir haben seinen Nachnamen nicht, aber bis zu seinem Tod beim Rosika-Anschlag war er ein hochrangiges Mitglied der Dwelly-Familie und unterstand Ota Botkovelli. Er hatte vermutlich Kontakte bis in die Spitze der Organisation, auch zu Radic Nikolaze und darüber hinaus. Unter uns, ich glaube, er war ein Pachan, ein Spion, der einen Dwelly-Leutnant beobachtete, damit er nichts gegen den Boss unternimmt. Ah, der aalglatte Radic Nikolaze, ein echtes Herzchen. Ehrgeizig und skrupellos. Am Anfang war er der jüngste Boss der Dwelly-Familie. Der Mann gibt mehr Geld für Anzüge aus, als die meisten für ihre Häuser. Aber lassen Sie sich nicht von seinem Äußeren täuschen. Er ist der Boss, er hat die Kontrolle. Und er hat schon eine Menge Leute getötet, die sich ihm in den Weg gestellt haben. Zum Glück konnten sie den Funkverstärker reaktivieren. Okay, mehr gibt's nicht. Wir haben nie ein offizielles Okay aus Indonesien bekommen, also... Gestern Nacht hat wieder jemand versucht, unsere Firewall zu knacken. Wieso ist hier jemand anders, außer er hier drin? IT-Tech. Jensen, stimmt doch, oder? Ich werde um 0.30 Uhr Oman-Zeit von den Toten auferstehen. Nur Agent. Oh, nee. Mit dem rede ich nicht. Der will mich nicht loswerden. Das brauche ich nicht. Lieber nicht, woran mich das erinnert. So, mal gucken. Ja, er redet nochmal. Sollten Sie nicht draußen den Kerl aufspüren, der versucht hat, uns zu hacken? Sie sagten, ein Hacker wäre der Taskforce zu nahe gekommen. Was genau soll ich unternehmen? Ich habe Ihnen die Adresse gegeben, von der aus der Hacker arbeitet. Ich will wissen, wer er ist, was er weiß und was er will. Wenn der Standort der Taskforce bekannt wird, ist keiner von uns mehr sicher. Okay. Sobald ich was weiß, erfahren Sie es. Mehr kann ich also nicht mit ihm reden. Gut. Den habe ich schon geredet. Dieser steht als Agent da. Mit dem habe ich schon geredet. Ah, ich bin jetzt einmal im Kreis gelaufen, so schnell. Ich bezweifle, ja. So schnell bin ich im Kreis gelaufen? Das ging ja schnell. Ah, wo ist McGreedy?
Jensen, ich hab doch gesagt, ich hab okay, zu tun. Okay, der gibt keine Informationen mehr raus. Oh, ich kann einen hacken. Perfekt. Ich habe dir einen Hatchecks bei der Agentur gekriegt. Tracker, Wurmstop. Na toll. Also auf gut Deutsch gesagt, genau das, was ich eben gerade benutzt habe. Naja, egal. Mit denen habe ich schon geredet. Kriege ich nichts mehr raus. Dann kann ich ihn halt lieber. Wie groß ist die Chance, den Attentäter zu sehen? Ja gut, dann verziehe ich mich mal hier raus, dann mache ich jetzt die Hauptmission endlich mal weiter. So wie es aussieht, habe ich alle Informationen aus denen hier rausgequetscht, die ich nur konnte. Ach nee, nicht die Hauptmission, da habe ich ja noch eine Nebenmission, fällt mir gerade ein. So, was? Interessante Orte? Alex, haben wir was? Nein! Janice hat den falschen Algorithmus für die Frequenzen geliefert. Wir können. Also muss ich gleich nochmal runter. Bin ich korrekt entschlüsseln? Kriegst du das hin? Ich bin Pilotin, keine Programmiererin. Ich versuch's und melde mich wieder. Mag die interessanten Orte. Ne, muss ich jetzt machen, fällt mir ein. Scheiße, geht nicht später. Wenn ich das später mache, könnte es gesperrt sein. Verdammt. Ach, da fällt mir ein. Habe ich jetzt eigentlich genügend, um das hier weiter zu verbessern? Ja. Scheiße. Bald brauche ich auch keine Teile mehr, weil ich kann die überhaupt nicht mehr brauchen. Kann ich nur noch Sachen damit bauen. Mehr kann ich damit nicht mehr machen dann. Oh! Okay, das habe ich nicht geahnt. Stand betreten. Sie haben also beschlossen, dass Sie doch etwas Übung brauchen. Sie den
uns um technische Ziele. Die sind mit normaler Munition schwerer auszuschalten. Endlich. Sobald das Sicherheitssystem deaktiviert ist, können Sie es mit panzerbrechender Munition leichter ausschalten. Wir haben hier immer eine Reservewaffe bereit. Sie wissen schon, Improvisation, Anpassung, Sieg. Schön, und weiter? Sie sind jetzt warm geschossen. Beschäftigen wir uns mit den übrigen Aspekten Ihrer Waffen. Schon klar. Sehen Sie, wie viel mehr Munition Sie wegen des Schalldämpfers brauchen? Schön. Weiter. Es gibt noch verschiedene andere Aufsätze, mit denen Sie Ihre Waffen verbessern können. Halten Sie danach Ausschau. Also. Wechseln Sie zur Standardmunition. Ah, so geht das. Verstehe. Nochmal. Nachladen, bevor die Waffe leer ist, spart Zeit. Ja, schön. Schneller, Alte.